Hallo Freunde und willkommen auf meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Andrei und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Das Weihnachtsmann hat euch alles gebracht, was auf eure Liste war. Und in diesem Video, wir werden etwas sehr Leckeres kochen. Hoffentlich, ich sage hoffentlich, weil es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas koche und auch sowas esse. Ich schwitze hier wie ein Verrückter, es ist warm, weil ich vorbereite auch Sülze für Silvester. Bei uns Sülze ist es immer für Silvester. So. Und es ist, wir sprechen über Bœuf Tartare oder Steak Tartare. Das ist ein Rohsteak von Rind mit verschiedenen, mit Petersilie, mit Schlittlauch, mit Kapern. Ihr werdet sehen, ich lasse in der Beschreibung die ganzen Zutaten hier. Und ich hoffe, dass es wird mir schmecken. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Aber ich wollte unbedingt probieren, weil ich weiß, dass es so eine Delikatesse, eine Michelin-Rezept. Und deshalb, ich habe gesagt, ich versuche, wenn mir nicht gefällt. Das heißt nicht, dass ihr müsst die nicht machen. Es kann sein, dass euch schmeckt das. Es kann sein, nur von Geschmack, dass ich anders bin. Aber das ist nichts falsch. Jetzt, bevor wir anfangen mit der Vorbereitung und mit dem alles, ich will euch noch einige Sachen sagen. Also erstens, ich bedanke mich, dass ihr seid jeden Tag mehrere Abonnenten auf meinem YouTube-Channel und wir wachsen zusammen. Für deshalb, ich bedanke mich, danke, danke, danke und weiter so, nicht vergessen, auf meinem YouTube-Channel zu abonnieren, weiter zu teilen auf euren Sozialen, Facebook, Instagram oder wo ihr habt. Heute sind so viele, ich weiß die nicht mehr alle. Und dass ihr gesund bleibt. Das zweite, was ich will euch jetzt heute sagen, es ist, also für dieses Rezept, ihr braucht unbedingt sehr frische Zutaten und sehr gutes Qualität in Zutaten. Also das wird nicht funktionieren, wenn ihr kauft jetzt das billigste Fleisch von Rind oder benutzt billiges Fleisch, weil die Qualität muss stimmen. Das Fleisch ist roh, wenn wir die essen. Also es muss schon die Qualität da sein. Und was auch sehr wichtig bei diesem Rezept ist, es ist das Olivenöl. Wir brauchen Olivenöl für diesen Rezept, wir brauchen 50 ml von Olivenöl. Und was ich euch empfehlen kann, ich benutze das mit Vertrauen seit schon lange, es ist das Olivenöl von Familie Noti. Das ist ein griechisches Olivenöl. Er wurde auch in 2021 in London mit Bronze. Er hat Bronze bekommen, also Quality Award, Qualität Award. Also unglaublich gut, unglaublich gut. Er ist 100% natural, der ist mildfruchtig und es ist auch kalt gepresst. Also die Qualität ist da. Ich empfehle euch, ich benutze für alles das zu Hause. Für Salaten, für alles. Es ist für Kochen und auch jetzt hier. Hier muss stimmen, die Qualität, Fleisch, Olivenöl, alles muss da sein. Weil wenn nicht, das wird nicht schmecken. Deshalb... Das ist ein sehr gutes Olivenöl, ich empfehle euch, ich werde euch auch in der Beschreibung ein kurzes Text darüber sprechen, auch von wo er kommt, von Griechenland. Ich wollte jetzt euch sagen, aber ich glaube, ich werde die Namen falsch sagen und besser, dass ich euch in Beschreibung schreibe eine kurze Beschreibung über diesen Olivenöl und auch von wo ihr könnt bestellen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch hier in Deutschland, so klar, weil ich kaufe ihn auch von Deutschland. Aber er wird produziert von Familie Noti in Griechenland und das werde ich euch auch in Beschreibung lassen. Also nicht vergessen, gute Qualität für alles und beim Olivenöl, ich empfehle euch immer das hier. Sehr gutes Geschmack, sehr tolles Preis auch, also Qualität und Preis stimmen überall. Und ich bedanke mich, dass ihr habt so gutes Olivenöl und ich kann ihn benutzen bei meinen Rezepten. Gut, jetzt fangen wir an. Also wie gesagt, wir brauchen ein paar Gurken, wir brauchen dann ein Eigelb, ein paar Kapern und Worcester Sauce, wir brauchen Petersilie, wir brauchen einen Knoblauch, wir brauchen auch eine Schalotte, Schlittlauch ist das? Ja. Ich lasse auch in Beschreibung, aber ja, weil Dill ist der andere, richtig. Schlittlauch und eine Zitrone, also der Saft von einer Zitrone. Und klar,
der König von allen, das brauchen wir auch. Das ist der Filet Mignon. Ich habe 170 Gramm hier, das ist, reicht für eine Portion. Und wir sollen anfangen. Das erste, was wir werden machen, wir werden hier ein bisschen Platz machen. Und wir werden zuerst anfangen mit die Mayonnaise. Eigentlich das ist eine Mayonnaise. Was wir werden benutzen bei dem, ist eine Mayonnaise. Und jetzt habe ich gesehen, was ich auch vergessen habe. Aber wie gesagt, ich lasse in Beschreibung, wir brauchen auch Dijon-Mustard. Ohne den geht nicht. Das brauchen wir unbedingt. Ich nehme von hier einen Löffel. Ja, wie ihr seht, ich bin nicht in meiner Küche. Ich bin hier in einer Gasthausküche bei eine Bekanntin von mir. Danke Karin, die ist in Urlaub und ich kann machen, was ich will. Ich habe hier von hier noch zwei oder drei Videos gedreht und ich mache das hier, weil die Mädels, wenn die gehört haben, dass ich koche etwas roh, also koche, die haben gesagt, André, das wollen wir nicht in unsere Küche, bitte geh irgendwo anders und mach das. Gut, wir fangen an. Also, wir machen den Eigelb drin. Dann machen wir einen Löffel Dijon-Mustard. Der ist sehr gut, also unbedingt Dijon-Mustard benutzen. Und was wir werden auch machen mit diesem Knoblauch, das werden wir nicht drin machen, sondern wir nehmen nur ein bisschen und wir machen so auf die Seiten, weil dann bleibt der Geruch hier drin. Und das wird auch über bei dem Fleisch. Also wir machen nur auf die Seiten mit dem Knoblauch. Das ist auch sehr wichtig. Aber wir lassen den Knoblauch nicht drin, wie gesagt. Das nehmen wir jetzt raus. Nun, jetzt brauchen wir Olivenöl. Aber zuerst, wir brauchen noch Worcestershire-Sauce und Tabasco. Ja, ein bisschen Tabasco, also ihr könnt benutzen, was ihr liebt beim scharfe Soße. Ich benutze Tabasco, nicht viel, nur ein bisschen. Und dann wir mischen ein bisschen zuerst. Diese Soße ist wie eine Mayonnaise eigentlich, also bis jetzt kann nicht schlecht sein. Und wir müssen auch ein bisschen Salz. So. Und jetzt öffnen wir dieses wunderschöne Olivenöl. Also wie gesagt, das ist... Ich würde euch etwas nicht empfehlen, was ich nicht persönlich benutze. Und seit schon ein bisschen, also in längerer Zeit, dass ich kann auch Vertrauen haben, was ich euch empfehle. Es schmeckt auch gut und es ist gut. Also deshalb, wenn ihr euch mich vertraut, ihr könnt ruhig sowas bestellen, ihr werdet sehen, er wird das nicht bereuen. Das ist unglaublich gut. Also ihr könnt ihn so trinken, das ist unglaublich lecker, unglaublich. Und der Geschmack, Familie Noti, ihr macht unglaubliches gutes Arbeit, weiter so und danke für euren Olivenöl. Also 50 Milliliter, ich weiß ungefähr wie viel es ist, 50 Milliliter, wenn ihr nicht weiß, ihr macht dann, ihr messt und fertig. Und nicht alles von einmal. Ihr macht ein bisschen Öl und dann ihr mischt ein bisschen und dann macht ihr noch ein bisschen Öl.
Also die Rezept wird sehr schnell eigentlich gemacht, wenn wir nicht viel labern und schwitzen. Gut. Und sehr gut mischen, dass das alles zusammen bleibt, also das alles wird hier gemischt. So. Weiter mischen. Noch ein bisschen können wir. Sind nicht ganz genau 50 Milliliter. Ist ein bisschen weniger. Also unglaublich. Der riecht auch. Also probier. Gut, jetzt ist gut. Noch ein bisschen für mich. Sehr gut. So, jetzt kommt noch Worcestershire-Sauce. Hier könnt ihr benutzen, was für euch passt, also euren Lieblings-Worcestershire-Sauce. Machen wir von hier weg. Und wie ich jetzt die Mayonnaise hier auf die Seite gemischt habe, die hat auch diesen Geruch und Geschmack von dem Knoblauch genommen. Dann, jetzt stellen wir die auf die Seite und wir nehmen diesen Filet Mignon hier. Jetzt wird komisch. Hier nehmen wir weg, was wir noch nicht brauchen. Und wir schneiden einmal so. Wir müssen jetzt im Schneiden sehr fein, also wie Hackfleisch, aber von Messer. Das machen wir von hier weg, weil es fliegt. Das können wir auch von hier auf die Seite legen jetzt. Und wir schneiden. Also sehr fein. Unsere Zähne kann die kauen. Wir machen die noch ein bisschen kleiner, aber wir zerschneiden wir alles. Nur eine Sekunde, Entschuldigung, aber ich brauche ein Tuch, wie gesagt, hier ist sehr warm und ich schwitze. Und jetzt mache ich die noch einmal. Jetzt nehmen wir zurück den Schüssel. Wir machen den Steak, den Filet Mignon drin. Dann machen wir auch die Gurken. Schalotte, Entschuldigung. Das musste nicht passieren, aber jetzt egal. Gut. Ein paar Karten.
Tapeten. So, ein Löffel. Ein Löffel Schnittlauch. Ein Löffel Petersilie. Saft von einer Zitrone. Noch ein bisschen Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Und wir mischen alles gut. Also, das riecht so gut, ohne Witz. Aber ich weiß nicht, ob das mein Ding ist jetzt. Also, da kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, bis ich nicht probiere. Ich probiere, aber ich probiere ohne Fleisch. Also die Gewürze und alles schmecken sehr gut. Diese Mayonnaise und alles, jetzt habe ich ohne Fleisch probiert. Für meinen Geschmack noch ein bisschen Tabasco-Soße. Nicht viel. Und noch ein bisschen Pfeffer. Gut, ein Teller, ein bisschen Petersilie, so, und warum nicht auch ein bisschen Olivenöl, wenn wir sowieso so ein gutes Olivenöl haben, ein bisschen kann noch sein. So, Freunde, das war's für heute. Ich zeige euch. Jetzt ist fertig und mal sehen, ob es auch schmeckt, ob mein Mund sozusagen für Michelin-Rezepte vorbereitet ist. Zum Wohl. Also Freunde, was ich nicht erwartet habe, dass ich kann da sagen, dass es schmeckt. Also ich hätte gedacht, dass es etwas so fancy sozusagen, dass
mir würde es nicht schmecken, aber es ist sehr lecker. Unglaublich lecker. Das war's für heute, Freunde. Ich bedanke mich. Bleibt gesund. Nicht vergessen, auf meinen YouTube-Channel zu abonnieren, weiterzuteilen und mich weiter zu empfehlen an eure Familie und Freunde und Bekannten. Macht dieses Rezept, ihr werdet sehen, dass es sehr lecker schmeckt, sehr gut. Ich werde die jetzt essen in eine andere, ich gehe zum Tisch nicht hier. Und bis dann, ich mache auch Sülze. Also nicht vergessen, wenn ihr macht dieses Rezept, sehr gutes Qualität zu benutzen, von Fleisch, von Gemüse, von frisch, alles soll frisch sein. Und das, und etwas sehr Wichtiges, dass ihr benutzt das beste Olivenöl. Meine Empfehlung für euch, es ist Olivenöl von Familie Notim, griechisches Olivenöl, kalt gepresst, sehr gut, schmeckt sehr gut. Und mit das, ich wünsche euch alles Gute und bis nächstes Mal. Mmh.